Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder was aus dem Hause Miekhoff. Etwas Kleines, Günstiges, extrem Günstiges, was mich ein bisschen überrascht hat, was mir in die Hände gefallen ist. Nennt sich Miekhoff Zero. Ist ein absolutes Low-Budget-Sackmesser. Wie man sieht, komplett metallisch gehalten. Die Hülse ist außen wohl aus Aluminium, wie es aussieht, so gepresstes Aluminium, soll auch von der Form her so ja, die üblichen alten Formen darstellen, die es früher bei Sackmessern gab. Auch hier mit dem Ring hier unten drunter für ein Lanyard. Ist was ganz Einfaches und ja. War was sehr Interessantes. Kriegt man neu für knapp 6 Euro im Prinzip. Ist ein Zweilayer. Klingenstahl ist wie immer der 420er bei Miekhoff. Bei so kleinen Taschenmessern ist das gar nicht mal so verkehrt. Sollen ja auch nur schneiden können und nicht hebeln und nicht hacken oder sonst was, sondern nur schneiden. Jo. Als ich es in der Hand hielt, dachte ich nur, hat schon ein bisschen Gewicht, ist von der Größe auch ein bisschen überraschend. Die Griffform ist ein ziemlich, kommt sehr altmodisch daher, faktisch wie vor knapp 100 Jahren, sag ich mal. Ja, machen wir mal auf die guten Teile. Zum einen haben wir hier ein, na, Dosenöffner, wie immer, Feder relativ straff. Ich das von Miekhoff kenne. Der Dosenöffner. Gut angeschliffen. Funktioniert auch. Habe ich schon getestet. Was mir auffällt, ja auch durch die Erhebung hier unten, ist das Ding auch gut zum Flaschenöffnen. Also Bierpulle geöffnet habe ich schon ein Ding. Praktisch so ein kleines Multitool. Dosenöffner, Flaschenöffner in einem. Form erinnert mich auch leicht an die alten Solinger Taschenmesser oder beziehungsweise an die Wenger Messer. Aber gut, ist, finde ich nicht schlecht. Ist auch recht spitz, der Kamerad. Da kann man was draus machen. Als nächstes haben wir die Klinge. Na, komm raus. Auch recht straff. Hat einen Halbstopp, was mich sehr überrascht hat in dieser Preiskategorie, der sogar funktioniert und verriegelt tut das mit einem recht altmodischen Liner-Lock, wo auch der Hebel dafür ziemlich weit rausragt. Die Klinge ist für die Größe recht groß geraten, wie ich finde. Spielseitig 0, nur nach vorne ein bisschen. Aber das kennt man ja schon auch von Victorinox vor den 111er Modellen, so aus dem Sentinel. Da gibt es auch ein leichtes Spiel nach vorne. Ansonsten, es funktioniert. Geht auch nur bis zum bestimmten Punkt. Der Liner Lock, der hält für die Größe und für die Machart recht ordentlich. Hätte ich nicht gedacht, also. Hält das Messer recht stabil. Ja. Ist absolut 42A konform. Warum nicht? Jo. Schauen wir mal, was die Größe sagt. Ja, Klingenlänge. So, genau. 8 cm, wovon 7 scharf sind. Recht große Klinge. Klingenrücken. Ja, nicht hundertprozentig scharf, doch hier vorne ein bisschen. Feuerstein reißen. Glaube ich jetzt eher weniger. Müsste man ein bisschen nachhelfen. Die Klinge selber ist gebürstet, nicht satiniert, nicht. Hochglanzpoliert, die ist gebürstet, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Also das ist schon richtig
weiß nicht, ob man das richtig einfangen kann von der Kamera, aber das ist wirklich richtig maschinell gebürstet. Ja, das Finish ist insgesamt ein bisschen grob gehalten. Klar, bei dem Preissegment hier von knapp 6 Euro, da kann man nichts großartig erwarten. Ja. Ist aber kein China-Produkt, sondern wirklich hier ein tschechisches Produkt aus Europa. Die Tschechen lassen nämlich weitestgehend nicht außerhalb des Landes herstellen, sondern schneiden das selber wohl her. Ja, die Verarbeitung ist relativ grob gehalten, ähnlich wie beim Duk-Duk oder dessen Schwesternmessern von Cornet. Oder auch teilweise auch beim Mercator-Messer wurde zwischenzeitlich auch etwas grob gearbeitet. Das ist bei dem hier nicht anders, soll wirklich ein reines Low-Budget-Messer sein. Ich würde sagen, das ist etwas wirklich für Leute auf der Straße, die nicht viel Geld haben, die einfach nur ein funktionierendes Brotzeitmesser brauchen. Und ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Eine Klinge zum Schmieren und Schneiden, dazu den Dosenöffner, der auch gleichzeitig als Flaschenöffner fungiert. Im Prinzip ein minimalistisches Brotzeitmesser, mehr kann ich dazu nicht sagen. Anscheinend auch sehr unempfindlich soll es auch sein, deswegen auch die metallische Hülle drumherum, also aus Alu. Ist auch nicht spiegelpoliert, also ich würde sagen, so manchen Kratzer wird es mit Sicherheit wunderbar verzeihen. So, ich habe mal daneben mein liebstes Victorinox daneben, von der Größe her. Also, ganz so weit entfernt ist es nicht. Größentechnisch, gewichtstechnisch ist das Victorinox natürlich schwerer, klar. Hat auch ein paar Werkzeuge mehr an Bord. Aber es ist recht handlich. Es ist sicher. Hat einen Liner Lock, was ich gar nicht mehr so schlecht finde. Die Schärfe war bei Ankunft, ich sag mal, nicht so berauschend. Da musste ich doch mal mit übers Leder ziehen, dass es ein ordentlich Schärfe bekam. Ansonsten, ja, ist recht handlich. Es ist robust. Muss man schon sagen, das kann man auch wirklich mal in die Ecke schmeißen oder so. Das wird wahrscheinlich jeden Fehler dahingehend verzeihen. Ist vielleicht ein paar grobe Finish-Kratzer hier auf der Hülle und dann war es das auch schon. Soll auch wahrscheinlich so ein ziemlich robustes Gerät sein. So wird es ja auch vermarktet. Und ich denke mal, der Name Zero soll wohl auch dahingehend offerieren, dass es praktisch Leute sind, die wirklich einfach sind, auf der Straße leben oder nicht viel Geld haben, die in bescheidenen Verhältnissen generell leben. Ich denke, dafür ist das Gerät wahrscheinlich gemacht worden oder auch für Kinder und Jugendliche in der Tschechei auch, die auch vielleicht erstes Taschenmesser haben wollen, könnte ich mir vorstellen. Ja, da Lock. Wie bei Victorinox, nur was für Linkshänder. Im Prinzip ein niedlicher kleiner Macher für zwischendurch, für kleines Geld. Also, wer nichts anderes hat, warum nicht? Da habe ich ehrlich gesagt schon andere Sackmesser oder Sackmessernachbauten aus Fernost schon gesehen, die weitaus schlimmer waren. Somit ist das Zero hier gar nicht mal so übel. Ich finde es ganz niedlich. Schönes kleines Gimmick. Kann man zwischenzeitlich auch mitnehmen, wenn man minimalistisch unterwegs sein möchte. Was weiß ich, im urbanen Bereich oder sowas. Da finde ich es ziemlich okay. Jo, soviel zum Mikrof Zero. Ich würde sagen, das wird's gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö.